Vicky Krause ist ein Urgestein hier natürlich am Ballermann. Leider. Ja, leider. Wie auch Jürgen Drews vielleicht. Oder ihr beide. Wie ist das für dich jetzt? Du bist ja, glaube ich, schon seit 157 Jahren hier. Und was denkst du, wie lange geht das noch? Weil es gibt ja auch viele Geschichten, wo man sagt, ja, es stirbt ja alles und es ist die Insel und so weiter. Oder siehst du das, wenn Jürgen 80 ist? Meinst du, gibt es dann noch diese Megapark-Arena? Also Jürgen Drews ist ja 87. Ja. Ich bin 27 ja. Und uns trennen also demzufolge 45 Jahre. Ich glaube, Jürgen macht das noch 20 Jahre und ich auch. Und wenn ich es noch 20 Jahre mache, dann ist es auch gut gewesen. Okay. Wenn Jürgen 102 ist, was ist dann? Vielleicht wird ja, ich denke, Jürgen wird 102 da auf jeden Fall. Was ist dann? Ja, aber er wird irgendwann sagen, ich tue es nicht mehr. Also mit 102 geht er nicht mehr auf die Bühne und vor allen Dingen nicht mehr nach Mallorca. Aber Mallorca ist unkaputtbar. Die Playa de Palma wird weiter existieren. Es wird ein anderes Publikum kommen, sicherlich ein Publikum, was mehr Kohle hat, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, weil klar, die Kellner, die hier arbeiten, die müssen mit Geld nach Hause gehen. Die Toilettenfrauen, die Putzfrauen, die DJs, die Geschäftsführer und halt eben auch die Taxifahrer. Und von daher finde ich es gar nicht so schlimm, wenn wir hier einen gehobenen Tourismus irgendwann haben, der 2 Euro mehr kostet. Also meinst du nicht, es wird irgendwie so ein zweites Miami Beach, South Beach? Miami war ja damals auch in den 70ern natürlich ziemlich unten und wurde dann zu einer absoluten Upper-Class-Area. Flughafen in der Nähe ist ja hier genau das Gleiche. Ein schöner Strand, Flughafen ist in der Nähe. Meinst du nicht, in 20 Jahren haben wir hier das Gleiche? Ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren Miami Beach hier haben. Da haben die schon vor 10, 15 Jahren gesprochen. Dafür fehlt es hier an Investitionen. Aber ich finde es halt eben gut, dass es mittlerweile auch 4-5-Sterne-Hotels gibt mit einem gehobenen Standard. Nicht diese alten Scheiß-Hostels, wo kein Mensch drin wohnen will, wo die Kakerlaken so groß sind, dass man sich vorsichtshalber grüßt. Da hat kein Mensch mehr Bock drauf. Also man will einfach einen guten Tourismus und auch selbst jemand, der als Tischler eine Woche, 40 Stunden die Woche arbeitet, der will auf Mallorca Urlaub machen und der möchte in einem guten Hotel landen und nicht in einer Spelunke. Und deshalb glaube ich, dass ein gehobener Tourismus hier auf jeden Fall angebracht ist. Die letzte Frage, wie findest du die ganzen Verbote? Es gibt jetzt irgendwie Verbote auf einmal jetzt, ja? Man darf jetzt ja keine Bratwurst mehr essen, man darf jetzt ja keine, also in gewissen Straßen, kein Bier mehr trinken, nicht laut feiern etc. Es wird ja immer schlimmer. Meinst du, das wird wirklich so umgesetzt oder wie findest du es generell, dass es überhaupt sowas jetzt gibt? Mallorca verbindet man natürlich mit natürlich eine gewisse Freiheit. Ja, ich bin selber gespannt, ob sich das umsetzen lässt, weil wie heißt es so schön, feiern mit Stil, aber wenn ich an einer Playa sitze und mit 5 Freunden, 6 Freunden 6er-Träger platt mache, dann kriegt das kein Mensch mit und ich glaube, da fühlt sich auch kein anderer Mensch durch gestört. Aber wenn natürlich irgendwann in der Schinkenstraße, in der Bierstraße die Sauferei so groß ist, dass jeder halt eben mit 3 Currywürsten in der Hand rumrennt, dann muss man dem natürlich ein bisschen Einhalt gewähren. Wichtig ist das halt, dass sich der Tourist wohlfühlt. Und wichtig ist halt eben auch, dass man Respekt vor den Menschen hat, die hier auf der Insel leben. Okay. Könnt ihr doch einmal bitte für uns zusammen einmal nochmal euren Song bitte singen, wäre das super? Ihr wisst bitte, ich fange nicht mal natürlich. Ja, nicht singen, oder? Bitte, einmal bitte. Das ist der Song von Niki. Ja, aber der muss ihn fragen. Weil ich... Hört man mich? Ich fand es unheimlich toll, das darf ich dir gleich mal sagen, wo ich ein Mikrofon in der Hand habe, dass du einen Titel singst, ich hab den Jürgen Drews gesehen. Mir war das wirklich peinlich zuerst, weißt du noch, ne? Ja, weiß ich. Und da hat der Micky gesagt, sag mal, sing das doch mal. Ich sag, ich weiß nicht. Und dann war ich im Studio wegen einer ganz anderen Sache und da sagten dir vor allem die Röttgens-Leute, sing doch mal schnell ein, spielt mir das ein von dir, dass du ein paar Zeilen mitsingst, so Tralala oder Papa, Hauptsache. Und ich muss sagen, das ist ein richtiger Hit geworden. Ja, absolut. Und dafür möchte ich mich auch jetzt mal vor am Publiko bedanken. Ein Krause Drews-Hit. Ja, genau. Ja. Super. Wir haben das ja auch mal schon zelebriert zusammen. Und es wird ein neues Duett geben mit Jürgen Drews und Micky Krause. Wir wissen nur noch nicht wann. Ich habe meinen Teil schon eingesungen, er noch nicht. Ja, ich kenne ihn wieder mal nicht, oder? Und wie geht der Song nochmal jetzt? Der Song heißt 100 Jahre gute Laune, der neue Song. Mehr will ich verraten. Nee. Aber jetzt wollen wir den Song in der Alt nochmal also, wo du das gerade sagst, Ramona sagt, sag mal, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Ich sagte, solange ich Lust habe, mache ich das. Ja. Und wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich sofort auf. Da gibt es gar nichts. Und es gab mal, Dieter Thomas Heck hat mir gesagt, wenn du merkst, dass du kein Lampenfieber mehr hast vorher,
Weil er hatte immer so kalte Hände und sagte mir, Kerlchen, sagte der immer zu mir, fass mal meine Hände an. Ich sage, Dieter, ich brauche deine Hände gar nicht anfassen, ich weiß nicht, wieder eiskalt. Ja, ich bin so nervös. Das merkte man ihm ja nie an. Dann hat er mir gesagt, weißt du, wenn ich das nicht mehr habe, höre ich sofort auf. Ich brauche das Lampenfieber. Ich auch. Ja, ich auch. Warum hast du denn, du hast eben einen ganzen Auftritt gemacht, du hast eben mehrere Songs. Drei? Du hast mindestens fünf? Nein. Dann hast du einen Song, da sind acht andere Titel drin, oder? Erzähl mir doch nichts. Nein, ich habe die A Cappella gesungen. Ach so. Damit die Leute wissen, wer ich bin. Du bist ein raffinierter Typ. Was denkst du? Ich gehe jetzt nach Hause, er führt das Interview jetzt weiter, weil... Mit mir selbst. Ich muss ins Bett. Mit mir selbst. Und er ist um halb eins dran. Ich stelle mir immer jetzt Fragen. Sag mal, Drebs, ja. Ich stelle mir gleich immer noch die Fragen. Sag mal, willst du das wirklich noch länger machen? Hast du nicht irgendwann die Schnauze voll? Nein, es macht mir immer noch Spaß. Und ich darf auch nur eines sagen, solange es euch Spaß macht, zu sehen, wie es mir Spaß macht und ich und mich noch meine Füße tragen in meinem hohen Alter, solange werde ich es machen. Alles Liebe an euch, alles Gute, euer, ihr Jürgen Drews.